Ja Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wie immer sitzt neben mir Daniel. Hallo. Beim letzten Mal haben wir Dwight zum Arbeiten geschickt und von Hawkins unglaubliche 5 Gold bekommen. Und jetzt bringen wir, würde ich sagen, die restlichen Arbeiter zum Arbeiten. Danny haben wir, Dwight haben wir. Was ist mit Beppo? Ach nee, Beppo ist kein Arbeiter, aber der wollte die Kisten. Wir können ihm ja sagen, dass die Kisten ab jetzt geliefert werden. Und jetzt springe ich von Ninja wie ein Ninja vom hinter ihm. Wow. So. Hey Beppo. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast dir alles im Griff, was? Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Guck, ich stehe weiter oben. Jetzt. Ach so. Wolltest du was? Ja. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Wolltest du was? Du hast doch bestimmt mit deinen Problemen... Du hast doch bestimmt noch was vor. Okay. Rachel. Übrigens. Oh. Broga zwingt den Jäger Sam für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogas Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen. Was glaubt Broga eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Vegetarisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Das Fleisch. Dorga, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt, dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Ja, ich dachte, du machst irgendwas gegen Broga vielleicht. Ist doch wahrscheinlich seine Liste. Luis behauptet, dass Broga den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broga an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja, ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Das sagen wir nicht. Wegen deines Lagers. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. Der Typ, der sich da gerade hingesetzt hat. 20 Gold. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 508 Gold. Wie viel Lernpunkte? 20. Okay, ich glaube, wir sollten uns mal im Sumpf umgucken, weil im Lager sind keine Jäger mehr. Vielleicht ist im Sumpf... Du brauchst ja auch Arbeiter. Ja, meine ich. Arbeiter. Ach, das ist ein Arbeiter. Oder? Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Handlang halt. Reden. Alle wollen immer nur reden. Reden. Alle wollen immer nur reden. Okay. Oh nein, wenn ich weiter in den Sumpf will, muss ich mich aber dem Sumpfwurm, dem Rottwurm stellen. Müssen wir uns dem Rottwurm stellen. Was meinst du, Daniel? Geh am besten ins Lager mit dem. Wir haben doch Stärke gelernt. Ja, aber so gut wird es dann auch nicht sein. Ich probier's mal. Wegen 5 Stärke. Ja, das stand doch, dass. Dass die Angriffe da mehr Schaden machen. Das habe ich zweimal gespeichert. Egal, wir probieren es einfach mal. Kannst du den an? Nein. Ah, wir haben wieder Pfeil. Ding. Yeah. Oh oh. Ui, der kommt. Der kommt. Ich sehe es nicht. Den packen wir uns. Jawohl. Den packen wir uns. Der besoffene. Oh! Ja, mit der Armbrust. Das ist ein Bogen. Du wolltest seitlich ausgleichen. Bei dem geht es doch nicht, das fette Vieh, Alter. Wow, Alter! Ja! Aber ich weich zurück. Ja! Ja! Nein! Ja! Jawohl, sehr schön. Dummes Vieh, ey. 2 rohes Fleisch und Zähne. Raubtierzähne werden gerne als Trophäe genommen und viele Händler zahlen einen guten Preis dafür.
Ich wollte eigentlich keine Hilfe, aber naja. Danke, Louis. Also. Okay. Moment, ich lerne, glaube ich, schleichen gleich, weil wir haben 500 Gold, ja? Ups. Und 20 Lernpunkte. Kostet nur 5 und 100 Gold, also kann man machen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Schleichen. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Cool, das wäre auch noch geil gleich hinterher, aber das machen wir dann später. Und jetzt? Was hast du vor? Jetzt bewegen wir uns scheinbar wie ein echter Jäger. Psst, komm, wir müssen jetzt nach den Arbeitern suchen. Ja, mach ich. Da ist ein Stacheldraht. Wir schleichen uns an. Ein Pfeil? Hat Louis verschossen. Na toll. Ja. Oh. Hast du es jetzt mitgekillt? Ja. Da ist jemand. Der sieht aus wie ein Arbeiter. Oh, hallo Stachelratte. Oh, ein One-Hit. Ein One-Hit. Viech. Cool, dann haben wir, glaube ich, den letzten Arbeiter, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht, wo noch einer sein sollte. Hoffen wir es. Ja, sage ich ja. Weil lange an der Quest wollen wir auch nicht dran sitzen. Lebt der? Oh. Gut. Ja. Was ist? Wollten wir den nicht killen? Ja. Ja doch, habe ich doch gerade gekillt. Lecker. Lecker. Okay, Heilkraut. Und Enrico! Ja. Okay, hi Enrico! Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Hab verstanden. Du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Mhm. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Gula? Ich kann es kaum ertragen. Entspann dich mal, Kollege. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich geb mir Mühe. Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Ja. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Nein, nein. Genau. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln?
Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. So, und wir haben ja bei einer Ausgrabung ein nutzloses Amulett gefunden und nur wegen dieser Quest habe ich es behalten. Ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. Ey, das ist so geil einfach. Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus, alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Ich habe genügend eigene Sorgen. Mach was anderes. Was ist los? Ich habe genügend eigene Sorgen. Mach was anderes. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ah, jetzt klart der Tag wieder auf. Wo geht's da hoch? Mal schauen. Oh. Ach ja. Ah. Ja, auf dem Weg zum Banditenlager kommen wir raus. Okay, wir können noch... Wow, ich habe das gar nicht gesehen. Das Tier. Headshot. Wow. Ich hab's doch gesehen, ich hab die Musik gehört gerade schon. Bin ich verschrocken, ey. Uiuiui. So. Oh, ich hab die Musik gehört. Ja, die sind ja nie alleine, ne? Ich hab's mir gedacht, ich hab die Musik schon gehört. So. Ist doch so. Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kenne. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Ich hab's geahnt. Okay. Ich würde Wasser trinken. Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Weil ich es kann. Ja, die bemerken doch, dass wir da rumschleichen. Ja, wenn ich vor ihnen schleiche, dann ja. Aber hier, guck. Dann nicht. Und wenn ich vor? Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Weil ich es kann. Okay, ich würde sagen, wir sprechen mal mit Hawkins und... Ist da links nicht noch eine? Das ist, glaube ich, kein Arbeiter. Wolltest du was? Ach so. Nee, ich wollte nichts. Ich wollte nur wissen, was und wer du bist. Nein, lieber nicht. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Tja. Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Ah, 5 Gold. Ja, wieder 5. Ich glaube, der hat uns jetzt für die ganzen Arbeiter insgesamt 15 Gold gegeben. Das ist schon cool. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Yeah. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donnerspart. Oh, ja, das will ich gar nicht. Wow, nee. 500 Gold, nur für Arbeit. Alles, was wir haben. Nee, wir haben nicht mehr 500 Gold. Okay, Craig. Was? Ja, genau. 400. Ja, ich würde mit dem Craig, den musst du doch nach dem goldenen... Ich glaube, er hat Schüttelfrost. Nach dem goldenen... Ja, ich speichere jetzt und dann hauen wir ihn mal um dafür. Ich hoffe, dass wir es schaffen überhaupt. Ich denke aber schon. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger. Ich will ihn noch umhauen in dieser Folge. Also, Craig. Ich will spielen. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Ach, Junge, ich hatte befürchtet, dass das kommt. Hast du dir das auch gut überlegt? Ja. Besser geht's gar nicht. Warte mal, kann man nicht gucken? Kann man nicht auch da drauf setzen? Ich will spielen.
Ah, hier, 50 Gold. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst, abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Jetzt. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut, triff mich in der Arena. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Ja, ja. Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Möge der Bessere gewinnen, Craig. Ach ja, ach ja. Der hat nicht mal ein Schild. Und davor speichern wir. Der bleibt aber sowieso da drin stehen. Obwohl und ich. Dann versuchen wir es. Und wenn wir es nicht schaffen, machen wir das bei der nächsten Folge. Ja. Ich habe doch gerade gespeichert. Obwohl, automatisches Speichern reicht das mal. Also, Craig, mach dich bereit, Junge. Nein, Spaß. Los, lass es. Nein, uns du blödes. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Ah. Warum nicht gleich so? Wieder zurück. Ja, ja. Spiel, laden, automatischer Speicher. Guck mal, mein Fuß hat die Erde außerhalb der Arena berührt. Und ja, ist schon draußen. Ah, nur wegen der blöden Armbrust und wegen... Nur weil ich andere Spiele spiele. Nein. Also, Craig. Nochmal. Jetzt sind wir so weit hinten, das Problem. Egal. Wow, wie weit. Los, lass es uns austragen. Ja. Ja. Oh, der hält an. Nein, was? Ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön und so. Ja. Jawohl. Bam, Craig. Level aufgestiegen. Yeah, man. Durchsuche ihn. 45 Gold. Bogen. Und ein Bruchstück des Gold. Bruchstück eines Schwertes. Ohne Schmied ist es fast nichts wert. Kleiner Heiltrank. Ich dachte schon, dass ich jetzt nicht mehr nehmen kann, weil er aufgestanden ist. Tja, Craig, tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid, also. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Ja, ist okay. Ja, jetzt haben wir zwar miese gemacht, aber jetzt haben wir auch wenigstens das goldene Bruchstück. Ja, wir haben 50 gesetzt und haben nur 45 Gold wiederbekommen. Aber so. Die 5 Gold war ja. für das goldene Bruchstück. Ja, egal. 5 Gold. Ja. Wir können mal verkaufen gehen. Achso, oh. Und wie wir verkaufen und vielleicht Domingo besiegen, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Ciao, Leute.